Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zurück zu Autofahr-Simulator. Wir haben es endlich... Oh, hier ist eine Tankstelle. Wir haben es endlich. Es ist alles schön und gut. Es macht alles Spaß und ist alles super. Wir speichern supidupi. Mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Problem ist, ich würde jetzt gerne riesige Loot-Touren fahren, aber diese Loot-Touren können wir noch nicht machen, weil ich muss jetzt erstmal für mein Hab und Wohl sorgen. Also Essen und Trinken mal wieder besorgen, weil wir haben gar nichts mehr. Und das könnte zum Problem werden, wenn wir gar nichts haben. Das sage ich euch so, wie es ist. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal in die Base. Wenn ich die von hier aus überhaupt finde. Aber sollte ich eigentlich schon. Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Hause. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Und dann müssen wir zu Hause nämlich... falsche Taste. Dann müssen wir zu Hause nämlich... Da ist nichts mehr drin. Da ist noch 0,2 drin. Essen holen. Da bei den Wölfen. Am besten mal einen Wolf angreifen oder so. Wenn wir unterwegs hier einen Spot finden mit Wölfen. Vielleicht einfach mal... wild drauf los, müssten wir auch eigentlich. Hier müssten wir, glaube ich, rechts rein. Hier links geht es irgendwo zu unserer alten Base, glaube ich. Hier geht's rein. Oh oh. Oh 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 oh, ich hab so Angst. Ja, was müsste richtig sein, ne? Oh, ein Wolf. Komm mal her, du Arschloch. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Das hat keiner gesehen. Ich hab mich nicht erschreckt. Jetzt brauchen wir erstmal hier nicht. Oder? Ja doch. Können auch eher alles mitnehmen. Nee, wir nehmen erstmal hier nur das Fleisch mit. Das geht schneller und wir brauchen jetzt erstmal nur Essen. Weil wir haben echt Hunger und trinken. Durst haben wir auch. Beine nehmen wir auch nur das mit, was wir wirklich brauchen. Fleisch, Fleisch, Fleisch ist alles, was ich habe. Ich esse Fleisch, niemals Gemüse. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, schon kann mein Auto weg. Ich weiß, ich nerve echt, ich weiß. Was soll ich machen? Oh, wenn es Tag ist, dann ist es ein bisschen einfacher, wirkt es auf mich mit dem Autofahren. Wir müssen hier vorne rechts, glaube ich. Und... hier vorne dann wieder rechts. Zu unserer alten Base. Ich glaube, wir können einfach hier auf das tatsächlich die Strecke abfahren, oder? Funktioniert das mit der Strecke? Ja? Da sind wir zu Hause. Wie schnell? So. Schönen guten Tag. Ich bin's. Keine Sorge, ich wohne hier, ich wohne hier. Ich muss mal kurz am besten sehen. Ich mach nix, ich wohne hier, ich darf das, ich darf das. Oh. Naja, geil. Es wird überhaupt dunkler, ist auch ein bisschen belastend. Und wir haben keine Stöckis mehr. Und wir haben kein Trinken mehr. Wir müssen mal kurz ein paar Flaschen hier auffüllen. Wir haben hier hinten noch Wasserflaschen. Essen haben wir jetzt auch wieder gesättigt. Morgen früh können wir ja dann immer noch 2,2 Liter, aber auch nur. Das müssen wir jetzt bei der nächsten Loot-Tour mitmachen. Auf jeden Fall. Wasser holen. Ganz wichtig. Am besten so einen ganzen Eimer. Und Stickies müssen wir nachher holen hier unten oben für... oh, upsala.
Oben fürs Feuer, damit wir Fleisch machen können. Aber wir haben jetzt wieder alles im Griff. Wir sollten alles im Griff haben. Wir bauen oben die Werkbank. Wir machen jetzt heute gar nicht mehr so viel. Ich schaffe jetzt den Loot hoch. Und das war's für mich, glaube ich, schon an dem heutigen Tag erstmal. Und dann werden wir, ich muss auch gucken, dass man nicht zu viel trägt. Wenn wir hier langsam hochlaufen, dann sparen wir uns keine Zeit so wirklich. So schon. So. Oh, jetzt habe ich ja die... Oh. Hätte ich doch wenigstens direkt die mitgenommen. Also wirklich manchmal einfach ein Trottel. Ah, hier ist es doch. Dann können wir das schon mal gerade verbessern. Safe Game, ich weiß nämlich nicht, wie lange das dauert. Wie lange dauert denn das? 60 Minuten. Komm, das machen wir trotzdem. Dann ist zwar fast Abend, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann aussieht. Und et voilà, Level 3. Zack. Boah, guckt mal, Leute. Das sieht doch schon heftig aus, oder? Und nochmal verbessern? Geht nicht. Ist Upgrade Level maxed? Wir haben es ausgebaut aufs Maximale. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so alles haben, was wir bauen können, was neu ist. Okay, Waffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, auf jeden Fall Waffen zum Aufbessern. Achso, kaputte Sachen können wir hier dann. Okay. Okay, das hat sich jetzt ja nicht so gelohnt. Hä? Geht wahrscheinlich jetzt alles schneller, ne? Aber weiß ich ja jetzt nicht, ob sich das so rentiert hat. Bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch gerade. Wer selbst nochmal. Aber für was brauchen wir denn dann so viel? Habe ich genug Wasser getrunken? Nee. Trink ich gleich. Für was brauchen wir denn dann noch so viel von den Dingern da, die wir von den Zombies da finden? Von diesen Kisten. Was auch immer das für Kisten nochmal waren. Hier die. Die Militärsboxen. Kann man hier das noch verbessern? Nö. Kann man Autobatterien einschmelzen? Hm. Ah, die kann man auch einschmelzen. Die geben aber auch einfach nur normalen. Machen wir damit, damit wir die Flasche hier noch mit hochnehmen können. Und dann können wir uns auch gleich schon wieder auf die nächste Loot-Tour tatsächlich machen. Beziehungsweise erst am nächsten Morgen. Was wir noch machen schnell, ist ein Holzbaum fällen, aber erst wenn wir den Loot leer haben natürlich. Und dann können wir nämlich nochmal auf ganz wichtig und richtig. Oh, wir haben so viele Autobatterien jetzt. Aber für was wir die Militärsboxen brauchen, das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Ist mir ein so ein bisschen ein Rätsel. Wir haben da hinten auf jeden Fall eine Krimskramskiste, wo wir auch alles noch, hier rein stopfen können. Ich glaube, vorne haben wir inzwischen auch einfach Kisten, die wir zu einer Krimskramskiste umfunktioniert haben. Die eigentlich vorher mal eine normale Kiste war, mit wirklich sinnvollen Dingen. Hier ist Essen drin. Hier ist alles Mögliche. Braucht kein Mensch. So. Und jetzt speichern wir mal. Wie viel haben wir denn? Ja, ja, ist ja okay. Willst speichern, ich hab's verstanden. Wir haben. Das ist die falsche Taste. 17 Uhr. Okay, los können wir jetzt eh nicht mehr. Wir holen uns was, womit wir dann Fleisch noch da oben machen können. Und dafür brauchen wir Stiggies. Wo ist meine Axt?
Das ist keine Axt, das hier ist eine Axt. Was ist für eine geile Axt haben, ne? Was sagst du? Was sagst du, wenn ich schon auspack? Was sagst du? Es ist schon sexy, wenn ich schon auspack, oder? Seid ehrlich, wenn ich so einen auspack, das hat schon was, oder? Das hat schon was. Also das ist echt unbefriedigend, wie wenig Stickies es nur gegeben hat, oder? 4 Stück. Und ein bisschen Rinde. Brauchen viel mehr für unser Feuer da oben. Dann gucken wir uns noch an, dass wir das Medium machen und dich mal nicht mehr brennen lassen. Die Essensvergiftung da oben heilt jetzt auch schneller. Das ist auch sehr gut. Komm, das muss reichen. Das muss reichen, das muss reichen. Und dann gucken wir mal hier. Zack, zack, anmachen. Boah, das ist schon ein schönes Bild. Cool. Und dann kann man das hier verbessern. Shelter Comment. F1. Basic Shelter. Hey, was ist F1? Warte mal. Hey, ich weiß nicht. Habe ich das nicht verstanden? Hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert? Egal. Hallo, ich komme nie an diesen Schrank hier dran, das ist echt doof. Wir machen uns mal ein paar Metallbarren. Weil mit Metallbarren können wir auch was echt Gutes machen da unten, oder? Gucken mal kurz, was wir alles mit Metallbarren machen können. Warte mal, ich will mein Fleisch nicht wieder. Ich vergesse. Ich gehe da weg und ich habe echt Alzheimer. Ich vergesse sofort mein Fleisch. Medium. 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 Geil. Drink. Drink, 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 drink. Prosit, ein Prosit. Dann können wir auch voll viel Metallbarren farmen. Einfach, wenn wir mit dem Auto immer zu Spots fahren können, wo wir Autos zerkloppen, dann nehmen wir das, die Materialien mit und verarbeiten die dann hier zu, hier. Das dauert auch noch ein bisschen. Hier schon. Ja, das habe ich schon gemacht. Das hätte ich jetzt erstmal vorher gucken sollen, was man hiermit machen kann überhaupt. Was mir das jetzt bringt. Die ganzen Metallbarren bringen mir nämlich eigentlich gar nichts. Was mache ich denn hier? So eine Schaufel. Hatte ich eine Schaufel nicht irgendwo gefunden? Ja, aber die konnten wir nicht mitnehmen, glaube ich, ne? Ja, gut, Munition. Aber das ist ja, das bringt ja wirklich gar nichts. Oder kann man hier noch Sachen bauen aus Metall irgendwie? Was gibt es denn hier alles noch, was wir noch brauchen? Hier auf jeden Fall. Ein Generator. Ja gut, dafür brauchen wir 6 Stück von denen. Und die müssen wir mit Metall herstellen tatsächlich. Ja, okay. Okay, okay, okay. Dann ist es ja doch gar nicht so lost. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch einen Kühlschrank später. Das haben wir, ne? Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir noch nicht. Das können wir dann auch jetzt herstellen. Das haben wir. Und das haben wir auch noch nicht. Der Hund eigentlich einfach, wenn wir ein Hundehaus hinbauen? Nee, oder? Nee. Bestimmt nicht. Okay, und hier die Lampe, die können wir tatsächlich schon bauen. Und einen Kühlschrank auch. Oh, geil, Alter. Boah, das ist schon auch cool hier, ne? Das hat schon auch was. Das kann man doch theoretisch... Komm, sag mal, hier diese Sachen... Ja, die genau, die kann man doch eigentlich schon hier hinbauen.
Drehen. Q. Sehr nice. Und dann machen wir hinten schon mal so unsere Farm hier hin. Meine kleine Farm. Weil das will ich ja auch irgendwann haben, dass wir hier hinten Sachen anpflanzen. Und hier hinten ist auch der perfekte Platz dafür. Oder? Hier sind wir schon ungestört. Hier stört uns niemand. Ich weiß, geht schöner. Ich weiß es. Ja. Und mit den Loot-Touren kann das dann echt was werden. Kann man hier oben das Ding noch aufbessern? Das hier? Nee, das kann man auch nicht verbessern. Kann man das hier noch verbessern? Nee. Wir haben schon alles Mögliche getan. Außer zu safe gamen und zu schlafen, weil es jetzt dunkel wird. 12 Stunden Schlaf. Erstmal auf ganz entspannt. Wie bei mir. Ich schlafe auch immer mindestens 12 Stunden, damit ich ausgeschlafen bin, damit ich fit bin, damit ich Videos für euch produzieren kann. Schlafe ich immer mindestens 12 Stunden am Tag. Und ja. Wie ich das mache, ist ein ewiges Geheimnis. Trinken. Wichtig. Und dann müssen wir jetzt ans Wasser fahren. Und in unsere alte Base. Und wir können in unserer alten Base dann alles mitnehmen, was wir da so haben. Wir müssten auf jeden Fall genug Platz dafür haben. Wir müssten da auf jeden Fall... Unser Inventar ist jetzt... Ja, Fleisch müssen wir eh mitnehmen. In unserer alten Base... Das Riesenknüppel, da nervt ein bisschen. Müssten wir da auf jeden Fall... Wir müssen jetzt auch das Metall da hinten haben. Aber das wird ja nicht schlecht, ne? Genau, das wird ja nicht schlecht. Da stellen wir jetzt hier die her. Crafted yourself. Woo. Wie lang dauert denn das? Oha. Heftigst. Heftigst. Was wollte ich mir jetzt nochmal bauen? Ein Stromgenerator, ne? Ah, wo baue ich den am besten hin? Baue ich den am besten hier unten hin, oder? Oder hinten liegt noch eine Leiche. Wieso auch immer da hinten jetzt eine Leiche liegt. Das muss nur eine neue sein, die anderen sind schon weg. Wie da hinten liegt? Hi! 10 Stück von denen hier. 10 Stück von denen. Stück. Von denen muss ich noch mehr haben. Wo habe ich die denn hin? Hatte ich nicht mehr von denen? Was brauche ich noch von denen? Generator. 20 von denen. Ja gut, die habe ich jetzt alle aufgebraucht. Da habe ich jetzt nicht mehr genug. Scheiße. Ja gut, dann ist das erstmal erledigt. Aber wieso habe ich schon den nur noch 4? Habe ich nicht irgendwo hingetan? Ist doch Essen. Ich tue alles einfach mal hier rein. Ist mir jetzt egal. Ich werde es bestimmt noch bereuen, dass hier keine Ordnung ist. Aber das ist dann halt jetzt einfach mal so. Wir haben hier auch noch Hühnchen. Das ist fast schlecht. Hier haben wir auch noch alles Mögliche. Wir haben ja sehr viel Krimskrams. Wir speichern und machen uns auf eine Tour. Wir gucken uns dann die Leiche noch an. Wir wissen, was er noch so dabei hat. Wenn wir zu unserer alten Base gehen, da ist ja auch direkt Wasser. Da können wir auch direkt alles auffüllen. Das ist auch schon mal sehr gut. Vielleicht hat er hier oben ja noch coole Sachen dabei. Wie random er hier rumliegt. Er klitscht auch, glaube ich, einfach nur. Okay, das Salz kann man sparen. Das brauchen wir nicht. Weil das ist wirklich eigenartig, dass er hier rumliegt. So voll weg vom Schlag. Der hängt hier ein bisschen ab einfach. Glaube ich. Jetzt ist auch die Frage,
ob wir den Weg zu unserer alten Base finden mit dem Auto. Wir speichern einfach mal und dann bin ich da optimistisch. Oh, das ist ein bisschen nervig, dass es mit wenig automatisch auch das Auto startet. Muss ich schon sagen. Wir müssten den Weg hier einfach nur lang fahren, eigentlich. Digga, das ist echt Bonus. Aber schade, dass hier keine Zombies und auch keine Schweine und Wölfe und Tiere etc. einfach tot fahren können. Ja, ich weiß, ich bin grausam, aber es ist trotzdem ein bisschen doof. Nee. Das ist falsch. Hey, hier ist ein Motor. Hä? Ob man hat, das hat man, ne? Sag ich ja immer. Was man hat, das hat man. Und was man hat, das hat man morgen. Machen Sie es gut und wir sehen uns morgen wieder. Füll mit Öl. Tschüss.